Vielleicht auch sollte man beachten und mal genauer hingucken, welche Schätze versteckt sind in der eigenen Praxis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcasts. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Ich freue mich heute sehr, spreche mit Jasmin Wenz. Jasmin Wenz ist Abrechnungsexpertin und Spezialistin für die Leistungsabrechnung in der Arztpraxis sowie Praxismanagement. Und hier liegt auch ihr eigentlicher Fokus. Ich habe Jasmin kennengelernt, wie das sehr häufig so der Fall ist, über das Thema Social Media beziehungsweise über eine Empfehlung, weil sie auch Schulungen und Abrechnungsberatungen innerhalb von Arztpraxen oder auch Begleitung und Unterstützung von MFAs in Praxen durchführt. Sie ist mir empfohlen worden und sie ist mir deshalb aufgefallen, weil sie eine sehr, sehr aufgeweckte und freundliche junge Frau ist, die vor allen Dingen viel, viel mehr tut als ihren Job, sondern die aus einer Leidenschaft heraus ihr eigenes Unternehmen gegründet hat und wie sie auch selber im Podcast sagt, nach 9 Jahren jetzt sehr, sehr erfolgreich arbeitet. Und darüber spreche ich heute mit ihr im neuen Business Talk Podcast, wie wir diese Dinge zusammenführen können, wie wir das Thema Abrechnungen mit mehr Spaß in den Praxen umsetzen können und wie sie das tut, wie sie als Dozentin unterwegs ist und was sie dafür unternimmt und auch wie sie das, die Verbindung schafft zwischen dem Arzt und den Mitarbeitern und den Patienten und wie das Thema Abrechnung dabei eine Rolle spielen kann. Bevor wir in den Podcast einsteigen, den zweiten im Jahr 2021, möchte ich Jasmin Wenz noch mal einmal kurz persönlich vorstellen. Ich habe gerade schon gesagt, sie ist Spezialistin für Abrechnungsberatung in den Arztpraxen sowie Praxismanagement. Sie ist selber auch mal MFA gewesen, ist heute Lehrbeauftragte und Dozentin in der Aus- und Weiterbildung sowie selbstständig als freie und unabhängige Abrechnungsspezialistin für die Arztpraxis. Gleichzeitig berät sie auch noch zum Thema der unterschiedlichen Vergütungssysteme der EBM, der GOE sowie der UVGOE. Und ist gleichzeitig noch Dozentin. Privat betreibt sie sehr, sehr viel Sport, liest gerne, hört gerne Podcasts, unter anderem natürlich den Business Talk Podcast und tut auch sehr viel für das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ihre Lebens- und Arbeitsphilosophie ist, ich möchte nicht gegen Menschen, sondern mit und für Menschen arbeiten. Freut euch drauf, ist ein toller Podcast geworden mit einer jungen, sehr, sehr motivierten und motivierenden Frau, vor allen Dingen Jasmin Wenz, hier im neuen Business Talk Podcast. Und wir hören uns gleich wieder. Herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute Abend spreche ich mit Jasmin Wenz. Jasmin, ich freue mich, dass du heute die Zeit genommen hast, hier im Business Talk Podcast mit dabei zu sein. Erstmal herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen und ich freue mich auch sehr sogar. So, wir steigen einfach mal ein mit der Einstiegsfrage, wer ist Jasmin Wenz und was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja. Bevor ich jetzt gleich loslege und mich vorstelle, erstmal ein großes Dankeschön, dass ich heute tatsächlich auch als Interviewgast hier mal auftreten darf. Ich bin ja nun wirklich schon sehr, sehr lange ein ganz großer Fan von deinem Podcast und nehme da ganz, ganz viel mit aus deinen Gesprächen mit ganz vielen interessanten Gästen. Ja, mein Name ist Jasmin Wenz. Ich bin 33 Jahre alt, komme aus der Nähe von Karlsruhe und bin hauptsächlich als freie, unabhängige Spezialistin für die Leistungsabrechnung Arztpraxis tätig. Nebenher, so würde ich das jetzt mal ausdrücken, bin ich in der Aus- und Weiterbildung als Lehrbeauftragte oder auch Dozentin tätig. Genau, und privat mache ich unheimlich gerne Sport, Crossfit, fahre super gerne Fahrrad, tatsächlich bei Wind und Wetter, gehe gern joggen, ein einfacher Spaziergang tut es als auch und ja, genau, Podcasts höre ich gerne, ich lese gerne
Genau, das sind so die Dinge, die mich ganz gut beschreiben. Ja, jetzt bist du sehr schnell über dieses Thema, was mache ich so beruflich, weggegangen. Das zeichnet dich ja schon wieder aus. Wir haben jetzt schon einige Vorgespräche geführt und jetzt auch gerade wieder noch ein bisschen länger miteinander gesprochen. Ich möchte natürlich noch ein bisschen mehr davon erfahren, aus deiner Sicht, was du so machst. Also du kommst ja, hast selber in meiner Arztpraxis gearbeitet. Du kennst also die Grundlagen der ärztlichen Begleitung, also auch wie die Arztpraxen funktionieren, was wichtig ist. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du gesagt hast, ich will jetzt mal fast sagen, auf die andere Seite. Also ich begleite jetzt nicht nur meine Praxis, sondern auch andere Praxen, um das Thema Abrechnung und Spezialisierung für die Abrechnung noch besser zu verstehen. Also wie bin ich denn dazu tatsächlich, würde ich vielleicht auch sagen, bin ich so durch meine Begeisterung für das Fach so ein bisschen reingerutscht. Ich war ja bis vor ein paar Monaten noch selber, wenn auch nur für ein paar Stunden in der Arztpraxis, primär in der Abrechnung tätig. Die Begeisterung habe ich eigentlich schon so in der Ausbildungszeit für mich gewonnen. Ich habe mich immer gefragt, Mensch, wieso nimmt denn da mal niemand wirklich so ein EBM oder eine GUE zur Hand und gibt da eigentlich nur so irgendwelche Ziffern ein, ohne wirklich groß nachzudenken. Das meine ich jetzt gar nicht als Vorwurf, sondern das beobachtete ich jetzt in mehreren Praxen. Dann war ich 2 Jahre in Darmstadt beim Institut für Managementlehre und habe selber die Fachwirtin gemacht. Und damals war das noch gar nicht wirklich so bekannt und auch gar nicht so gängig, dass man aus der Praxis als MFA so eine Möglichkeit bekommt, so eine Weiterbildung im kaufmännischen Bereich zu machen. Ja, und da habe ich dann immer mehr meine Leidenschaft zur Abrechnung entdeckt. Also irgendwie kam ich dann immer so zu der Verwaltung, teilweise auch so die betriebswirtschaftlichen Aspekte. Ja, und eben in der Praxis die Abrechnung. Und dann, wie es der Zufall so will, hatte ich dann das Angebot bekommen, tatsächlich als Nebenlehrerin tätig zu sein an der Berufsschule. Und war dann ein paar Monate in Hospitation und habe dann nebenher noch Weiterbildungen gemacht, unter anderem auch die Abrechnungsmanagerin bei PKV-Institut. Lief dann aber letztlich noch viel über ein Selbststudium. So bin ich dann da so hingekommen. Und dann kamen die ersten Aufträge rein. Hättest du nicht mal Lust, einen Beitrag zu schreiben? Dann kam der Einstieg als Fachreferentin. Und da gebe ich ja heute tatsächlich online und auch Präsenz, jetzt zwar flach aufgrund der aktuellen Lage, aber Präsenzvorträge. Und man glaubt eigentlich nicht, wie sich das dann aufgebaut hat. Also mittlerweile bin ich für verschiedene Unternehmen im Gesundheitswesen tätig, wo in irgendeiner Weise Expertise in der Abrechnung gebraucht wird. Von der tatsächlich Schulung der Laboraußendienstmitarbeiter bis hin eben zur Schulung in Arztpraxen. Was mir die ganze Zeit so durch den Kopf geht, wenn ich dir so zuhöre, das hört sich alles sehr selbstverständlich an. Ja, ich habe das gemacht und dann kam das und dann das und dann das. Letztendlich gibt es ja nicht so viele davon, die diesen Schritt wagen oder diesen Schritt auch gehen. Du hast gesagt, ich bin dann irgendwann mal auf eine Schule gegangen und habe selber diese Ausbildung gemacht. Also das heißt ja, irgendwo in dir ist ja was entstanden oder hat was geschlummert, wo du gesagt hast, mir, und das meine ich jetzt nicht negativ für alle, die das nicht tun, aber mir reicht das nicht, was ich mache. Ich möchte den nächsten Schritt gehen. Ich habe einen eigenen Anspruch an mich. Kannst du das irgendwie begründen? Kommt das irgendwo her oder ist das was einfach, also vielleicht bist du in einer Unternehmerfamilie groß geworden oder was ist das? Wo kommt das her? Kannst du das beschreiben? Also mein Vater ist tatsächlich Unternehmer, aber ich glaube gar nicht, dass das damit was, also ich weiß es nicht, vielleicht wurde es mir auch irgendwie in die Wiege gelegt und das kam jetzt erst so mit der Zeit, aber tatsächlich einfach die absolute Begeisterung und die Freude an meiner Arbeit. Und das hat mich dann und irgendwann, also kann man sagen, eine innere Stimme, die gesagt hat, Mensch, mach weiter. Und ich hatte auch wirklich Zeiten, die wirklich alles andere als einfach waren. Aber ich hatte und habe immer noch Ziele vor Augen. Und das ist das, was mich antreibt. Also
besser kann ich es gar nicht beschreiben. Aber es ist ja auch schön, du hast zwei Sachen gesagt gerade. Du hast einmal das Wort, ich habe immer noch Ziele gesagt. Du hast aber gesagt auch, ich habe einfach Spaß an der Arbeit. Also, und das ist ja, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde das jetzt mal beschreiben, da ist ja fast der Weg das Ziel. Also die Sache einfach zu machen und umzusetzen und neue Dinge auch auszuprobieren und zu lernen, wenn das schon Spaß macht. Und dann auch noch jetzt eine Aufgabe dahinter zu entdecken, nämlich das Vermitteln von Wissen an andere Menschen und eine Zuversicht zu sehen. Also wir haben ja jetzt, wie gesagt, mehrere Gespräche geführt und ich höre jedes Mal raus, wenn ich mit dir spreche, ich sehe das ja jetzt auch, deine Begeisterung und in deinen Augen und in deinem Gesicht, aber man hört es eben auch raus und ich will da jetzt nicht so lange drauf rumreiten, aber es ist eben schon besonders, dass daraus etwas entspringt, was ja auch mehr eine Profession ist, das ist ja also wie ein innerer Antrieb, so fühlt sich das gerade so ein bisschen an. Ne? Ist es tatsächlich, ich denke, dass das vielleicht mehrere Dinge auslöst in mir. Einmal dieses Unverständnis, warum dieses Thema so stiefmütterlich behandelt wird. Das Interesse an der Abrechnung. Also ich hatte schon immer Spaß dran, irgendwie. Leistungsabrechnung hat ganz, ganz viel mit Texte verstehen zu tun. Man muss weiterdenken. Es gibt viele Rechtsprechungen, die man beachten muss. Also Abrechnung ist nicht so, dass man sagt, man gibt da jetzt irgendwelche Ziffern ein oder so, sondern es hat mit Weiterdenken, mit vielleicht ist es auch das, aus was Kleinem was Großes zu machen. Inwieweit was da jetzt tatsächlich so wirklich in mir treibt, weiß ich gar nicht. Aber interessant ist ja auch die Tatsache, dass ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen, ich war damals 17, als ich diese Ausbildung begonnen habe und nichts gegen diese Ausbildung. Ich habe die sicherlich damals in der Zeit recht bewusst entschieden oder mich für diese Ausbildung entschieden. Mit Anerkennung hat es auch nichts zu tun, aber man hat doch manchmal das Gefühl, und das meine ich jetzt auch ohne irgendwie irgendjemanden Vorwurf zu machen, schon immer so dieses, die MFA, Arzthelferin. Und dann dachte ich mir, Mensch, in mir steckt doch noch so viel, und vor allem merkte ich das im Rahmen meiner Weiterbildung, die liegt ja jetzt auch schon viele, viele Jahre zurück, wo ich gedacht habe, ich kann das und ich kann was bewirken. Und ich gucke mir vielleicht viele Dinge organisatorisch in der Praxis ganz, ganz anders an, wie vielleicht eine Praxisleitung. Ich denke, dass das vielleicht auch mit unter die Begeisterung bringt. Jetzt höre ich gerade schon viele, die sagen, um Gottes Willen, EBM, Ziffern, Zahlen, Leistungsabrechnung, Plausibilitätsprüfungen, dann weiter GOA und so weiter und zwar alles, was dahinter hängt. Dann haben wir noch rechtliche Rahmenbedingungen, die das Ganze noch irgendwie normen und so weiter. Und wir haben eigentlich alles, was dazugehört, dass man dieses Thema unglaublich langweilig finden kann. Wenn ich dir aber zuhöre, dann denke ich, boah, ist das spannend. Und das finde ich eben so schön, weil zwischen den Zahlen ja ganz viel hängt. Also da hängt ganz viel Unternehmertum drin. Und das ist ja das, worum es uns auch hier im Business Talk Podcast immer wieder geht, zu sehen, wo kann ich vielleicht genau zwischen diesen Zeilen als Unternehmer und Unternehmerin lernen und auch wachsen. Und das gilt jetzt natürlich für alle, die in die Richtung gehen, die du gerade beschreibst, nämlich für das Thema Abrechnung oder vielleicht einfach diesen Schritt wagen in die Selbstständigkeit, aber natürlich auch für den Arzt, für die Ärztin, die sich dieses Thema mal annehmen wollen oder vielleicht einfach so jemand wie dich mal in die Praxis holen, um dann eine Beratung zu machen. Das ist ja etwas, was du vielleicht im Moment jetzt auch aufgrund der augenblicklichen Corona-Situation so aktuell jetzt nicht machst, aber du schulst ja gerade genau für diese Prozesse. Eine Sache, die ich wirklich sehr spannend finde, ist das Thema, den Menschen da zu fördern, den Menschen zu motivieren und mit den Menschen zu arbeiten. Du hast gerade auch gesagt, den Beruf der MFA ein bisschen aufzuwerten. Ich sehe das ganz genauso. Für mich ist ja das Bindeglied zwischen Arzt und Patient in jeder Hinsicht die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis. Also es gibt ja diese Statistik, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erwähnt habe oder beziehungsweise diese Rückfragen danach, was ist Ihnen wichtig
wenn Sie in die Arztpraxis kommen, an erster Stelle die Parkplätze, an der zweiten Stelle der Fahrstuhl, an der dritten Stelle die Mitarbeiter und an der vierten Stelle kommt dann der Arzt. Warum? Weil natürlich genau das die Reihenfolge ist, die ein Patient durchläuft, wenn er in eine Praxis kommt. Ja, und da gerade wenn man dann überlegt, wir machen eine Praxisübergabe, dann weiß ich, dass die vierte Instanz der Arzt ist. Also die Mitarbeiter spielen ja eine große Rolle auch bei der Bindung und vor allen Dingen auch bei der Entwicklung einer Praxis. Wenn wir jetzt auch mal das Thema Telemedizin zum Beispiel nehmen, auch da sind Mitarbeiter ja ein Bindeglied. Absolut. Du bist ja zum Beispiel auch als Dozentin tätig, um das Thema zu lehren. Wie begegnen dir die Mitarbeiter? Triffst du da auf viel Akzeptanz auf der einen Seite für das Thema oder auch auf Sorge für neue Themen auf der anderen Seite? Du meinst die MFAs, wie die genau, auf die Themen? Genau. Also gut, jetzt bei der IHK unterrichte ich jetzt die Fachwirte, die kommen in der Regel leider, muss ich sagen, nicht aus den Praxen, sondern eher aus Kliniken und so. Mhm. Aber jetzt nehmen wir mal das Beispiel in der Weiterbildung. Also die Akzeptanz gegenüber dem Thema ist sicher da, wobei man ganz klar sagen muss, es gibt solche und solche. Und wenn ich jetzt so vergleiche, so die Abonnenten in Fort- und Weiterbildungsinstituten, das ist halt schon meistens, muss man ehrlich sagen, die Elite, die auch die erkennen, dass die was können und dass die ganz wertvoll sind für die Praxis, ja, und dann gehen die da auch ran und mit einer Eifer und auch mir gegenüber, jetzt sehe ich das auch in der Berufsschule, die finden das toll und vor allem finden das, so zumindest laut Feedback oder wie ich das so einschätzen kann, was ich so zurückbekomme, was mir auch wahnsinnig viel gibt, dass die sehen, hey, da kommt jemand aus der Praxis, die mir jetzt heute das beibringen kann mit viel Leidenschaft und vielleicht erkenne ich durch diese Leidenschaft, das muss ja jetzt nicht unbedingt die Abrechnung sein, auch mein spezielles Thema und baue da dann drauf auf. Also ich habe nur eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Also Akzeptanz ist immer da eigentlich, ja. Mhm. Aber die wissen halt natürlich auch, und das muss ich jetzt auch sagen, ich meine, es waren jetzt fast 9 Jahre und das ist schon ein sehr hochkomplexes Wissen, was ich mir da angeeignet habe. Ich sehe es jetzt auch an der Auftragslage. Klar, am Anfang war das nicht so, aber heute, Gott sei Dank, ist es so, dass ich da voll ausgefüllt bin und mich voll entfalten darf. Und das zeigt mir eben überall so in den Bereichen, wo ich jetzt so vielfältig unterwegs bin, viel Akzeptanz. Mhm. Auch wieder ein schönes Learning, vielleicht so zwischendurch, nach 9 Jahren über Nacht erfolgreich geworden, ne, dass man so denkt, das hat dann ja dann doch irgendwann schnell funktioniert, ich bin da und plötzlich ist es da. Also es braucht eben einfach eine Zeit, um sich ein Expertenwissen anzueignen und dann eben einfach oder falsch komplexe Dinge einfach darzustellen und auch zu verstehen. Es gibt diesen schönen Satz, alles, was vorne oder hinten raus einfach aussieht, ist vorne raus unglaublich schwer, weil einfach Zusammenhänge klar sind, wenn du dir etwas durchliest, wenn du auf Zahlen guckst. Es gibt ja so ein paar KPIs sicherlich auch in jeder Abrechnung, also so Key Performance Indikatoren, wo man von vornherein weiß, guck auf 4, 5 Zahlen und du kannst 80% der Abrechnung gut einschätzen. Also diese Dinge lassen sich ja auch gut einordnen, wenn man eben viel weiß. Vielleicht mal so ein Top-Hack hier für ein ganz, also Geheimwissen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist was in jeder Arztpraxis mal mehr beachtet werden sollte? So generell in der Abrechnung generell beachtet werden soll, dass man die Abrechnung sehr ernst nehmen muss. Und vielleicht auch sollte man beachten und mal genauer hingucken, welche Schätze versteckt sind in der eigenen Praxis. Auch was das Leistungsangebot betrifft. Also ich bin kein Fan davon zu sagen, Mensch, jetzt die und die Leistung und das noch anbieten, weil das muss eine Praxis alles auch handeln können. Und die Abrechnungsmodalitäten, jetzt gerade beispielsweise Selektivverträge, das wäre jetzt was, wo wirklich nicht nur die HZV betrifft. Und die sind eine gute Perspektive für wirtschaftliches Praxishonorar oder mehr Honorar. Mhm. Also ich glaube, das wäre jetzt vielleicht so ein kleiner Geheimtipp. Aber das muss man sich ganz bewusst, muss man wissen, wo kann ich mich informieren. Es gibt 3 unterschiedliche Arten von Selektivverträgen beziehungsweise Leistungsangeboten.
und die gut abgestimmt auf die eigene Praxis. Und wenn es wirklich nur eine gute ist, die ist es wahnsinnig nützlich, was die Kassen da mittlerweile anbieten für Patient und für Praxis. Mhm. Also ohne da jetzt weiter tief reinzugehen, das Thema Selektivverträge ist natürlich auch ein besonderes, also ich sag mal auf der Arztsicht auf der einen Seite, aber für Hersteller natürlich oder beziehungsweise für Anbieter auch auf der anderen Seite. Wenn wir jetzt, ja. Wir haben jetzt gerade natürlich im Jahr 2021, zu Beginn des Jahres 2021, das Thema digitale Gesundheitsversorgung auf dem Schirm, das Thema telemedizinische Anwendungen, das Thema DiGA, also digitale Gesundheitsanwendungen. Wir sind gerade kurz vor der Umsetzung eines neuen Präventionsparagraphen, der ist jetzt auch ein riesen Gesetzesentwurf, beziehungsweise kommt jetzt gerade, also es alles ändert noch mal mehr in Richtung digitale Gesundheitsversorgung. Da ja. werden endlich für viele Hersteller aus Selektivverträgen dann dauerhafte Anwendungen in dem Bereich der Regelversorgung, was natürlich die Vorarbeit der letzten Jahre sehr, sehr stärkt, gerade im Bereich der digitalen Anwendung. Ja, hoffentlich. Ja, genau, für viele wirklich toll. Auf der anderen Seite natürlich auch hohe Hürden von der Gesetzgeberseite aus, aber das ist auch in Ordnung so, weil letztendlich alle die im Teil dieses ersten Gesundheitsmarkts sein wollen, an der Regelversorgung teilhaben wollen, versprechen sich ja auch dementsprechend Umsatz dahinter und das ist eben auch Teil der Medizin, das will man immer nicht unbedingt hören, dass das so ist, aber es ist eben tatsächlich einfach so und natürlich auch wichtig, weil da sehr viel absolut. Geld... Ja, bin ich voll bei dir. Also ich finde auch, dass es absolut normal sein sollte, dass ein Arzt hergeht und sagt, natürlich habe ich auch Interesse, Gewinn zu machen. Mhm. Ja, also... Ja, genau, also dieses Thema, das ist ja das, was ich auch immer wieder sage, das Unternehmersein hat eben auch damit zu tun, sich mal damit auseinanderzusetzen, ich habe als Unternehmer eben auch Verantwortung und dieser Verantwortung muss ich gerecht werden, indem ich auch dafür sorge, dass es meiner Praxis gut geht, meinen Mitarbeitern gut geht und natürlich dann meinen Patienten gut geht. Ja. Ich bringe immer wieder dieses Beispiel im Flieger, dass ich mir als erstes die Maske aufsetze und dann erst den Leuten helfe, die um mich rumsetzen und das ja. ist genau das Gleiche eben in der Praxis. Ich kann mich nicht erst um alle anderen kümmern und ganz zum Schluss erst um mich oder um meine Mitarbeiter. Das ist eine falsche Interpretation von Verantwortung. Ja. Ne? Richtig, in dem Zusammenhang fällt mir gerade ein Gespräch ein, das ich im Rahmen von der Gewinnung von CME-Punkten mit der Kammer geführt habe. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil die Kammer aus meiner Sicht da sehr, sehr konservativ vorgeht, um es mal freundlich auszudrücken. Aber vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Ich finde, auch da müsste sich einiges ändern, damit mehr Inhalte, also mehr wirklich wirtschaftlich richtige Inhalte in Sofortbildungsmaßnahmen kommen können. Sinnvolle vor allem, ja. Genau, absolut richtig. Ja. Jetzt würde ich mit dir gerne nochmal über das Thema telemedizinische Anwendung auch sprechen. Du hast mir gerade noch im Vorhinein gesagt, ich habe eine kleine Nachtschicht eingelegt, mal eben kurz, und hast dich da einfach an dieses Thema, weil es dich selber sehr interessiert, nochmal so ein bisschen reingearbeitet. Ja. Das ist natürlich eine große Herausforderung und viele scheuen dieses Thema Telemedizin, angefangen jetzt von dem Thema Videosprechstunde, wir haben jetzt gerade zum Jahresbeginn die Einführung der elektronischen Patientenakte bekommen, beziehungsweise die Möglichkeit. Wie siehst du das, was die Abrechnungsberatung angeht und die Akzeptanz dieses ganzen Themas? Also die Akzeptanz gegenüber Telemedizin, ja, die ist auch ein bisschen ehrlich verständlicherweise noch nicht so ganz gegeben. Ja, also es gibt viele Stolpersteine, die den Praxen, ich spreche jetzt von Praxen, weil ich natürlich nur mit dieser Gruppe zu tun habe, das fängt schon bei der Honorierung an. Die werden wirklich sehr absolut mickrig honoriert, die Leistungen, das weißt du ja selber und ja, nicht nur die Honorierung, aber letzte Woche habe ich einen Bericht gelesen, das ist eine Statistik von der KBV, dass ich glaube, es waren 80% der niedergelassenen Ärzte, die Fehlerauffälligkeiten in der Telematikinfrastruktur meldeten und das monatlich. Und ich glaube, bei den letzten 20% waren es Fehlerauffälligkeiten, die wöchentlich auftreten. Und das ist halt dann schon tatsächlich was, dass der Arzt sich da einfach scheut. Ja? Oder auch die Praxismitarbeiterin sagt, Mensch, nur als vielleicht ehemals tätige MFA oder auch aus Patientensicht sagen, dass ich mir natürlich wünsche, dass die Ärzte durch Telemedizin mehr Freiheit in der Behandlung auch bekommen, weil sie mehr Zeit haben. Ja? Ich sehe auch Telemedizin überhaupt nicht als
Ersatz zu einem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Es gibt sicherlich Geschichten wie beispielsweise die Behandlung von Schwerstkranken oder älteren Menschen. Der persönliche Arzt-Patienten-Kontakt, der muss auch Goldstandard bleiben. Und der bleibt es auch, da bin ich mir sicher. Wir müssen die Telemedizin, Entschuldigung, nur wirklich bewusst einsetzen. Und wir müssen erkennen, dass das ein Feld ist, vor allem, dass es absolut unsere Zukunft ist. Ja, wir sehen das an der Schule und wir sehen das auch in den Praxen. Und ich glaube, ja, dass wenn man trotz dieser Stolpersteine, wie der mickrigen Honorierung oder der Fehlerauffälligkeiten jetzt, was die Technik betrifft, trotzdem weitermacht, dann bin ich mir sicher, dass wir in der Gemeinsamkeit das super gut hinkriegen. Und dann ist Telemedizin morgen und übermorgen einfach keine Jahrmarktattraktion mehr. Und ich vergleiche das, ich hatte es dir jetzt vor unserer Aufzeichnung schon erzählt, dass ich das Buch von Frank Thelen gelesen habe, Startup DNA. Und jetzt fragt sich wahrscheinlich jeder, was Startup oder die Gründung an sich von Unternehmen mit der Telemedizin zu tun hat. Also aus meiner Sicht wahnsinnig viel. Vielleicht zitiere ich gerade mal zwei Zitate von Frank Thelen, die er in Bezug auf die Gründung von Startup oder generell Gründung eben auch im Buch sehr schön wiedergibt und beschreibt: hinfallen, aufstehen und die Welt verändern. Und dann sagt er noch, nach 100 vergeblichen Versuchen wird man irgendwann Erfolg haben. Und wir werden, vielleicht nicht morgen, aber übermorgen werden wir diesen Erfolg haben, wenn wir da gemeinsam rangehen. Und Telemedizin ist auch Teamarbeit. Und man muss hartnäckig bleiben. Und für jemanden, der jetzt da wirklich schon viele Jahre auch sehr ehrgeizig und ja, trotz auch vielen Stolpersteinen weitermachen musste, damit ich meinen Traum erfüllen kann, so glaube ich, dass wir das in der Gemeinsamkeit auch hinkriegen. Und dann wird Telemedizin eine wunderbare Möglichkeit sein, den Arzt zu entlasten und ihm, wie gesagt, eben einfach auch mehr Freiheit in der Behandlung geben. Also ich hoffe es, ich wünsche es den Ärzten natürlich. Ja, das ist ein sehr schöner Aufruf in, finde ich, ganz unterschiedliche Richtungen. Natürlich einmal, um das Thema auch beizubehalten, zu akzeptieren, dieses Thema, wir haben es gerade ja auch schon mal gesagt, Neuerungen, Veränderungen tun immer am Anfang ein bisschen mehr weh. Und man muss natürlich trotzdem gucken, dass wir diese Veränderung durchhalten und dann auch weitermachen. Das ist sicherlich total wichtig. Und deshalb auch nochmal ein sehr, sehr schönes Zitat. Werden mal die Verlinkung zu dem Buch von Frank Thelen in die Shownotes nehmen, damit sich jeder sofort auch überzeugen kann davon, wirklich ein tolles Buch. Du hast mir auch noch übrigens, wenn mir jetzt gerade einen super tollen Buch-Tipp gegeben, Anfang des Jahres, das ich dann auch gelesen habe von der Verena Pauster, Das neue Land. Auch das ist ein super motivierendes Buch zum Thema Digitalisierung, Prozesse, die uns jetzt während dieser Corona-Pandemie ja begleitet haben und wo wir mal wirklich erleben, was Disruption wirklich mit uns machen kann, auch wenn wir die Disruption so gar nicht gemeint haben eigentlich. Aber das ist uns dann abgenommen worden. Ich habe mal irgendwann in einem Artikel, den ich mal geschrieben habe, über koronale Digitalisierung gesprochen, weil ich glaube, dass wir da ein Stück weitergekommen sind, einfach was das Thema Akzeptanz angeht, auch in Schulen und bei der Förderung von Kindern. Aber du hast noch eine Sache gesagt, die ich super spannend finde, nämlich, dass die Vergütung, gerade wenn wir jetzt mal einen Baustein der Telemedizin nehmen, angefangen mal Videosprechstunde, die hat ja auch eine hohe Akzeptanz bekommen in der Corona-Zeit, natürlich mickrig ist. Also von 20 jetzt auf 30% soll es irgendwie langfristig angepasst werden. Also 30% meiner Patienten darf ich zukünftig dann über die Telemedizin behandeln oder ansonsten wird es dann wieder eingegrenzt. Glaubst du, dass das sinnvoll ist, dass man so eine Begrenzung in so ein wichtiges Tool für die Zukunft einführt? Nein. Klares Nein. Also ich bin ja froh, dass jetzt aufgrund der Sonderregelungen, was die Abrechnung unter dem Thema Corona oder zu Corona betrifft, dass diese Sonderregelung aufgehoben wurde. Also ich glaube nicht, dass es Sinn macht. Ich finde auch schon der Gedanke, dass da wieder jemand mir irgendwie eine Quotierung setzt und eine Mengenbegrenzung, finde ich schon irgendwie auch komisch für den Arzt, ja, der dann sagt, naja, okay, jetzt darf ich halt nur 20% meiner Patienten über Videosprechstunde und der Rest wird mir dann nicht vergütet, ja, also so, das stärkt nicht, das stärkt auch die Telemedizin nicht, das stärkt nicht die Digitalisierung.
Ich glaube aber, dass da, ehrlich gesagt, ich bin positiv, dass sich das vielleicht auch gar nicht mehr, dass diese Einschränkung auf 20%, dass die nicht mehr kommt. Also ich habe den neuen, ich habe eine Kommentierung des neuen Gesetzesentwurfs gelesen, digitales Stärkungsgesetz, jetzt soll ja, da ist ja ein neuer Referentenentwurf raus, da stehen diese 30% dann tatsächlich drin, die ja begründet werden mit der Tatsache, dass die Patientenversorgung eben hauptsächlich natürlich noch im 1:1, also in der Praxis stattfinden sollen. Ja, bin ich total für, aber ich finde auch genau, was du gesagt hast, diese Begrenzung macht einfach keinen Sinn, wenn man langfristig das Thema Telemedizin weiter nach vorne bringen will. Und deshalb hat zum Beispiel der Spitzenverband für digitale Gesundheit, das finde ich jetzt ganz schön, der ja extra ins Leben gerufen worden ist, von höchster Instanz aus, der hat sich für 70% ausgesprochen, was ich schon mal einen Riesenschritt fände, wobei auch da natürlich eine Maximierung drin ist, aber vielleicht muss man das schrittweise, muss man sich da annähern. Ne? Ja, vor allem glaube ich auch, vielleicht, wenn ich das noch erwähnen darf, ich glaube ja auch, dass gerade die Medizin sich so in den nächsten Jahren auch hoffentlich dahin bewegt, und das, ich glaube, das wird auch so kommen, dass die globaler wird, dass die besser erreichbar wird und dass der Fokus vielleicht auch im Rahmen der Videosprechstunde dazu dient, den Fokus unter anderem auch, vielleicht auch durch neue Leistungen, die irgendwann mal durch den Bewertungsausschuss beschlossen werden, weil sie sich eben gut machen, dass man eben sagt, okay, es soll ja auch in Zukunft der Fokus auf Prävention und Gesundheitsaufklärung liegen und nicht, finde ich, immer nur auf den Fokus der Behandlung von Krankheiten. Natürlich muss das auch gegeben sein, aber da finde ich, haben wir tolle Vorreiter wie Doc Felix, Dr. Wimmer, Dr. Weigel, also den folge ich ja allen auf Instagram, dann vielleicht auch tolle Interviewgäste, und das finde ich ganz toll, und da kann vielleicht auch die Videosprechstunde in irgendeiner Weise beratungsmäßig, habe ich mir schon überlegt, eine gute Leistung sein. Und, auf jeden Fall, ja. Ja, ich denke, da brauchen wir eben nicht diesen persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt. Ich sehe es auch irgendwie aus Patientensicht nicht so ganz ein, dass ich jetzt wegen einer Laborwertbesprechung extra nochmal einen Termin brauche und dann nochmal in eine Praxis muss. Und da glaube ich auch, dass jetzt eben die Ärzte, die nachkommen, die jungen Ärzte, glaube ich, da noch ganz viel bewegen werden. Und einerseits muss ich natürlich auch sagen, verstehe ich, wenn jetzt ein Arzt zu mir sagt, naja, weißt du, Jasmin, wenn ich sehe, wie ein Patient sich bewegt oder vom Stuhl aufsteht, das heißt, wenn ich den vom Wartezimmer ins Sprechzimmer begleite, dann weiß ich eigentlich schon gleich, wenn ich den schon gut kenne, was da eigentlich los ist. Das sind natürlich Aspekte, die kann ich verstehen, aber es gibt ganz viele Dinge, die wir digital gut hinbekommen können, und ja, genau. Sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, auch genau um diese Patienten wird es langfristig gar nicht gehen. Es geht genau nicht um die, wie du es ja gerade sagst, die werden immer in der Praxis eine Notwendigkeit haben, die werden immer in der Praxis auch gut versorgt werden können. Aber es geht um die Patienten, die eben die Wartezimmer jetzt, wie zum Beispiel in der Corona-Zeit, überfüllen mit kleineren Dingen, die durchaus gut über eine Diagnose, über eine Standarddiagnose, entweder KI-gestützt, Videosprechstunden-gestützt, mit einer Anamnese zuvor gestützt, behandelt bzw. beraten werden können. Wir sprechen ja immer noch viel über die sprechende Medizin. Es gibt tolle Studien jetzt gerade, wo man auch sieht ganz klar, wie die sprechende Medizin über das Thema Videosprechstunde abgewickelt wird und wie hoch die Akzeptanz da schon ist. Also wir werden immer nur Ergänzungen vornehmen können, aber das hast du auf jeden Fall ja auch gerade schon gesagt. Du wolltest aber noch was sagen. Ja, eins noch. Und zwar fällt mir jetzt wieder ein Beispiel ein. Wir machen zu Weihnachten in der Familie, machen wir immer Wichteln. Und mein Großvater, der ist 90 Jahre alt. Und wir konnten uns ja nun jetzt über Weihnachten nicht sehen. Und dann haben wir organisiert, dass er ein iPad bekommt, wo er sich dann da einloggen kann. Und dann haben wir quasi unsere Wichtel, dann so die Bescherung dann online gemacht. Und das war super. Er hat es super gut hinbekommen. Und ich glaube, das ist auch vielleicht noch sowas, dass wir vielleicht den älteren Menschen gleich mal so unterstellt, dass die das nicht können. Aber man darf eben auch nicht vergessen, dahinter steckt eine Enkeltochter, ein Enkelsohn, eine Tochter oder egal. Und wenn es der Nachbar ist, der dann hilft, aber das, auch da ist es nicht ganz unmöglich. Und wenn man jetzt überlegt, man hat ja als älterer Mensch nicht immer jemand, der einen vielleicht zum Arzt fahren kann. So ist es doch super, wenn der Arzt des Vertrauens
die Möglichkeit hat zu sagen, ich kann einschätzen, dass ich diese Behandlung, diese Besprechung jetzt auch mit einem Patient, der 80 ist, durchführen kann. Und man kann auch als Praxisteam unterstützend tätig sein und die Patienten einweisen in sowas. Wie logge ich mich jetzt wo ein? Wie kann ich denn jetzt auch mit 80 eine Videosprechstunde oder an einer Videosprechstunde teilnehmen? Das können die. Und ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen Feingefühl haben und denen das, klar, ist auch wieder mit Beratung verbunden und von Honorierung brauchen wir gar nicht reden, wie man es jetzt sieht mit der elektronischen Patientenakte, die ja jetzt seit Januar angeboten werden muss seitens der Kassen, wo auch, glaube ich, von Gesetzes wegen her schon eine unterstützende Funktion der Arzt leiten muss. Und das ist mit Beratungsaufwand verbunden. Auch die Verordnung von Gesundheits-Apps. Es gibt ja zwei Apps, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißen, so Mio und beide fällt mir nicht ein. Das ist auch mit Beratung verbunden. Also es ist nicht damit getan, dass man jetzt einfach nur ein Rezept verordnet über eine Gesundheits-App oder wie auch immer, sondern es hat immer auch was mit Unterstützung. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt Honorierung. Aber so schnell werden wir da nichts tun können. Aber wir können uns langsam darauf vorbereiten und wir können wahrscheinlich auch in der Lage sein, die Patientengruppen, denen wir es nicht so zutrauen, selber zu entlasten und nicht nur die Praxis. Ja, diese Möglichkeit. Aber in dem Zusammenhang, wo du gerade sagst, tun können, ich glaube, wir beide haben ja auch im Vorgespräch schon gesagt, wir wollen da was tun und wir wollen da wir wollen ein bisschen vielleicht Service, mit einer Serviceleistung vorangehen. Wir werden im Rahmen von unseren gemeinsamen Aktivitäten da für den Arzt, für die Ärzte, für das ganze Team ein bisschen was aufbereiten und werden die Möglichkeit bieten, dass das Thema digitale Versorgung mehr in die Praxen kommt und werden da einfach auch mal unseren Teil dazu beitragen, dass das Ganze funktioniert. Kann. Ja. Das kann ich vielleicht schon mal sagen an dieser Stelle. Sehr geheimnisvoll machen wir jetzt hier so einen Loop auf, den wir irgendwann natürlich auch noch schließen müssen. Ja. Jetzt mit Blick auf die Uhr, Sie haben schon 46 Minuten, mein Gott, ich glaube, wir haben ein bisschen später angefangen, aber es geht immer so schnell. Super spannendes Thema. Wir machen natürlich alle Verlinkungen zu dir, zu den Themen, was du alles machst, in die Shownotes, auch zu den Büchern, die du gerade beschrieben hast. Du hast deine eigene Webpräsenz. Man kann sich mit dir auseinandersetzen, man kann dich darüber auch buchen, man kann einfach mal Infos von dir bekommen. Du bist auf Social Media unterwegs, gibst immer mal ein paar kostenlose Tipps raus, wie, was kann man wo machen, an welcher Stelle finde deine Posts immer ganz besonders wertvoll, weil die kombiniert sind auf der einen Seite mit sehr viel Humor, aber auf der anderen Seite mit einem schönen Grad an Informationen dabei. Das passt immer sehr, sehr gut. Also man sollte dir auf jeden Fall auch auf Instagram und auf Facebook folgen. Schaut auf jeden Fall mal auf die Seite von der Jasmin. Wie ist deine Homepage-Seite nochmal? Vielleicht kannst du die gerade nochmal eben sagen. Die heißt www.jasminwenz.com. Noch. Okay, aber im Moment kriegen wir dich darüber noch. Das ist ja schon mal. Ja, gut. Natürlich. Ja, genau. Jasmin, du weißt, zum Schluss unseres Podcasts gibt es immer die kurze Frage, kurze Antwortrunde. Die möchte ich natürlich auch mit dir heute durchführen. Frag dich jetzt mal die Zukunft der Medizin. Wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren? Was passiert? Also ich glaube, dass die Medizin in den nächsten 5 bis 10 Jahren schneller zugänglich sein wird. Sie wird globaler, sicher auch teurer und der Fokus liegt mehr auf der Gesundheitsaufklärung und Förderung wie auf der Behandlung von Krankheiten. Das glaube ich. Okay, sehr schön. Hast du ein bisschen in die Richtung, bist ja gerade schon mal gegangen. Was bedeutet denn für dich persönlich das Thema Gesundheit? Ja, vielleicht auch Klassiker. Natürlich bedeutet auch für mich Gesundheit das geistige, seelische und auch körperliche Wohlbefinden. Aber wenn ich jetzt so ganz persönlich drüber nachdenke, glaube ich, dass ich es sehr, sehr, sehr gesund finde, aus jeder Lebenslage das Positive tatsächlich rauszufinden und das Glück in allem, auch wenn man das zu Anfang nicht sieht, sehen kann. Und ich hoffe, dass das auch weiterhin das ist, was mich jeden Morgen aufstehen lässt, meine Träume verfolgen lässt und dass ich so fit bin, dass ich alles, was ich noch so im Kopf habe, denn ich habe noch ganz viel vor, vor allem auch beruflich, dass ich da eben mit voller Kraft, mit Geist, Seele und Körper voll dabei sein kann.
sehr schön. Fällt mir sofort der Spruch eines berühmten Persönlichkeitstrainers, der immer sagt, life is always happening for you, not to you. Also von daher geht das Leben immer mit dir. Welche Eigenschaft sollte der Arzt, die Ärztin als Unternehmerin haben oder als Unternehmer? Er sollte natürlich kostenbewusst denken. Er sollte langfristig planen. Und aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, aus meiner persönlichen Sicht, sollte er die Eigenschaft besitzen, zu erkennen, dass folgende, würde ich sagen, drei Themenfelder eigentlich wirtschaftlichen Praxiserfolg garantieren. Das ist natürlich einmal mein Feld der Abrechnung, aber auch Praxismanagement, und da würde ich jetzt Praxis, BWL, Marketing und alles noch so mit da drunter verstecken. Und aber auch Team und Führung, weil ich glaube, dass das auch tatsächlich so ein Thema ist, wo viel noch getan werden kann. Aber ich glaube, wenn diese drei Themenfelder wirklich bewusst behandelt und umgesetzt werden, dass da eine Praxis wirklich, da kann sie eigentlich nur Erfolg haben. Und vor allem auch, da komme ich wieder zur MFA, wirklich die Fähigkeit haben, hinzuschauen, wo liegen die Stärken, die Schwächen meiner Praxismitarbeiter, und die fördern und fordern, weil die sind so wertvoll und die können den Arzt ungeheim entlasten. Und das würde ich sagen, wäre sehr zutreffend. Sehr, sehr schön. Ja. Passt noch ein paar Top-Hacks, also die du jetzt bei ihm zwischendurch noch zur Verfügung gestellt hast. Vielen Dank. Gibt es ein Buch? Wir haben ja vorhin schon mal über das Thema Bücher gesprochen, das du heute noch empfehlen würdest, was vielleicht noch zusätzlich zu den beiden, die wir schon besprochen haben, dazu nehmen würdest? Ja, aber das geht wahrscheinlich eher in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, aber du weißt ja, dass das auch was ist, mit dem ich mich sehr, sehr gerne beschäftige, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass man sich selber selber beobachtet und sich auch viel mit sich selber beschäftigt. Ich glaube, ich würde noch empfehlen von der Oprah Winfrey, was ich vom Leben gelernt habe. Da lese ich tatsächlich immer mal wieder so raus, da ganz viele Post-its drin mit wichtigen Textpassagen und Zitate, die mir viel Kraft geben. Okay, super. Sag nochmal, dann schreibe ich es nochmal auf. Oprah Winfrey, ich vom Leben gelernt habe. Was ich vom Leben gelernt habe, okay. Ist immer auch sehr schön, dass es Menschen sind, die ja jetzt sehr, sehr in der Öffentlichkeit stehen, sehr bekannt sind, aber trotzdem auch noch mal ein bisschen was preisgeben von sich. Ne? Ist immer super spannend, finde ich, diese Geschichten zu sehen. Ja, und die letzte Frage, wenn du jetzt eine Gemeinschaftspraxis gründen würdest als Ärztin, mit wem würdest du gerne eine Gemeinschaftspraxis gründen? Du kannst alle auswählen und es gibt niemanden, der nicht mit dir in die Praxis gehen würde. Wer würde das sein? Muss es jetzt ein Mediziner, ein Arzt sein? Nee. Kann auch eine Lebensgemeinschaft sein, eine Lebenspraxisgemeinschaft. Da würde ich aber eine große Praxis gründen wahrscheinlich. Ich glaube, ich würde so gesehen viele, die ich jetzt auf Instagram beobachte, jetzt rein von der Ferne auch, vielleicht natürlich Doc Felix als junger Arzt, Dr. Weigel, Dr. Wimmer. Also ich glaube, das sind wirklich Leute, kann ich jetzt nur von der Ferne aus sagen, aber ich glaube, mit denen kann man ganz gut arbeiten. Und ich glaube, dass die genau auch das schon erkannt haben, wohin die Zukunft geht. Und ich glaube, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Genau. Ja, sehr schön. Müsste man so wahrscheinlich jetzt sofort eine Verlinkung machen zu denen und schlag denen das vor. Vielleicht kriegst du dann morgen noch ein paar Praxisangebote. Genau. Ja, beim Felix kann ich ja schon mal persönlich vorsprechen, aber bei den beiden anderen, die müssten wir dann tatsächlich nur erstmal verlinken. Ich frag's einfach mal. Ja, genau. Vielleicht krieg ich eine Antwort. Ja, richtig, genau. Super, Jasmin, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Das ist ja immer noch so ein bisschen on the top von einem langen Arbeitstag. Für die einen endet er gerade, für die anderen fängt er gerade erst an. Aber ja, danke, dass du... Ja, bei mir geht es noch weiter tatsächlich. Ja, ich dachte mir das doch, dass das bei dir so ist. Also ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier für uns mit dabei zu sein. Viele tolle Informationen und auch ein bisschen was über dich erzählt hast, wie du da hingekommen bist und warum du das machst, was du jetzt machst.
Ich finde dich sehr authentisch. Ich finde dich sehr, sehr motivierend und sehr, sehr mitreißend. Nicht nur, weil du nicht nur, was dein Thema angeht, sondern auch als Persönlichkeit. Bedanke mich wirklich sehr, dass du heute mit dabei warst. Ja, ja, für alle die, die zugehört haben, zugeschaut haben, ne, zugeschaut geht ja gar nicht, aber zugehört haben, danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Denkt immer dran, uns vielleicht auch mal ein Feedback zu geben auf den Social-Media-Kanälen. Freut mich immer, eine Rückmeldung zu bekommen. Danke auch an alle die, die das sowieso tun, an eine Bewertung bei iTunes oder YouTube, wo immer ihr uns hört. Und bleibt unternehmerisch, habt eine tolle Woche. Und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast, Jasmin. Ja, Gott, was will ich? Ich habe schon so viel geredet, aber natürlich bleibt mir jetzt, und das ist mir auch wichtig, dir Danke zu sagen, dass du mir heute eine Stimme gegeben hast. Ich habe mich super gefreut und ja, ich wünsche mir, dass das noch, ja, auch mit deinem Podcast noch weitergeht, dass ich noch ganz viel hören kann am Sonntagmorgen am Frühstückstisch oder morgens vorm Arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass wir da auch zusammen haben wir noch viele Ideen, die wir sicherlich gut zusammen im Team umsetzen werden. Vielen, vielen Dank. Als nächstes kannst du jetzt erstmal diesen Podcast hören, ja, am nächsten Sonntag. Stimmt, ja. Also, schöne Woche. Tschüss. Ja, tschüss.